Hello, my dears. I just can't be bothered to get up. Deswegen eine kleine Nachricht hier von meiner Couch. Es gab die mehrfache Nachfrage nach meinem Workshop am Sonntag, den 30. Oktober, ob es davon eine Aufzeichnung gibt. Und so habe ich mich jetzt heute hingesetzt und habe ein Video zusammengefriemelt aus den 4 Stunden, aus den intensiven 4 Stunden, die wir zusammen durchgeackert haben. Und wir haben wirklich ein sehr spannendes Thema beleuchtet am Sonntag, nämlich wir haben einen sehr konkreten Einblick genommen in das goldene Zeitalter, also das, was vor uns liegt. Und wir haben viele spannende Themen dabei beleuchtet, auch unter anderem, wie schaut es eigentlich, wie sieht es eigentlich konkret aus, aus dem Eins-Bewusstsein zu handeln? Oder wie gehe ich eigentlich, wirklich sehr praktisch gesprochen, ist alles sehr praktikorientiert bei uns. Wie sieht es praktisch aus, meinen göttlichen Weg zu folgen, den Weg, den meine Seele vorschreibt? Oder auch, wie erkenne ich meine Lebensaufgabe und noch viele, viele andere Themen mehr? Schau gerne in der Infobox. Ich habe das Video in einzelne Kapitel unterteilt, damit du einfacher da navigieren kannst. Und du kannst gerne in der Infobox schauen, was wir konkret besprochen haben und da hin und her navigieren, je nachdem, was dich inspiriert und interessiert. Wie gesagt, ich habe die 4 Stunden auf knapp 2 Stunden zusammengeschnitten. Zum einen ja aus reinen Zeitgründen und ach Scheiße, ich gucke immer. Ich sollte in die Kamera gucken, nicht auf mich selbst drauf. Wie eitel! Also, ich habe die 4 Stunden auf knapp 2 Stunden zusammengekürzt. Zum einen eben aus Zeitgründen und zum anderen aus reinen Datenschutzgründen den Teilnehmern gegenüber, damit einfach deren Privatsphäre gewährleistet ist. Und bevor du jetzt einsteigst in das Video, dann schnapp dir gerne eine Tasse Tee. Der Informationsgehalt ist nämlich sehr hoch, die Dichte ist sehr hoch und mach es dir daher gerne gemütlich und schnapp dir eine Tasse Tee oder Kaffee oder was auch immer du gerne trinkst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Erkunden und Erforschen dabei. Und noch ein kleiner Hinweis. Ich glaube nicht, dass ich es mir in Zukunft nochmal antun werde, einen Workshop in ein Video zusammenzufriemeln. Das war ziemlich viel Friemelarbeit eben. Deswegen in Zukunft sei lieber live bei einem Workshop dabei, weil ich das wahrscheinlich nicht mehr irgendwie online dann publizieren werde. Und damit du nichts verpasst, kann ich dir also keine Ankündigungen verpasst oder verpasst, wann ich Workshops gebe zukünftig, dann empfehle ich dir, geh gerne in auf meinen Telegram-Kanal. Da poste ich definitiv, also das ist wirklich die sicherste Quelle, wo du definitiv nichts verpasst. Das kann ich am meisten empfehlen, dort wirklich mit dabei zu sein. Und dann kriegst du auch noch ganz viele Impulse und Botschaften auf einer fast täglichen Basis von mir noch dazu. Also es lohnt sich wirklich, in Telegram mit reinzugehen. Manchmal poste ich oder mache ich auch Ankündigungen auf Facebook, aber es ist nicht ganz so sicher. Den Link zu meinem Telegram-Kanal habe ich in die Infobox reingeschrieben. Da kannst du gerne schauen. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei allem Dive in, Dig in. Viel Freude. Ich habe in diesem Monat so viel erlebt und so viele Downloads bekommen, so viele Informationen, bin so viele durch Nadelöhre durchgegangen. Es ist bei mir generell immer sehr intensiv, aber das war noch mal, das toppte noch mal alles. Das sage ich eigentlich fast jedes Mal. Und wenn ich jetzt alles erzählen wollen würde, würde ich hier 3 Tage sprechen. Deswegen möchte ich einen Punkt davon rausgreifen, der auch ganz interessant sein könnte in Bezug auf, was wir heute beleuchten wollen, nämlich einen Einblick zu bekommen in das, was wir nennen goldene Zeitalter. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret, was da vor uns liegt? Und es geht auch Hand in Hand mit dieser Fragestellung deiner Lebensaufgabe. Denn im sogenannten goldenen Zeitalter bist du in Übereinstimmung mit deinem höheren Selbst. Das heißt, du bringst
deine Magie hier auf dieser Erde. Du lebst den Gott in dir. Das, was wir gerade hier durch die Kundalini-Meditation in uns wachgerüttelt, geschüttelt haben, im wahrsten Sinne, darum geht es, dass wir diese Energie hier auf die Erde bringen und die göttliche Energie hier manifestieren. Und wir Menschen sind wahrste Schöpferwesen. Ich sage später auch nochmal das dazu. Eine ganz große, starke Eigenschaft von uns Menschen ist, dass wir wirklich schöpfen können hier auf dieser Erde, unsere Gedanken in Materie zu bringen. Ein, zwei Gedanken zu mir, zu meinem Weg in den letzten Monat. Als ich das Experiment ins Leben gerufen habe, da habe ich mir so gedacht, ich lese gerade was im Chat, sehr, sehr schön, Hildegard. Da habe ich mir so gedacht, okay, ich werde jetzt mein Leben so experimentieren, wie es schon angefangen hat, so im Sinne von, ich werde ja bei hohen Wellen ins Wasser springen und da meine Erfahrung machen. Ich habe das relativ, ja, kindlich experimentell gesehen. Und dann passiert aber was ganz anderes. Es ist immer so, es ist immer anders, als man denkt. Oder es kommt immer anders, als man denkt. Und zwar hat mein geistiges Team tatsächlich zugelassen, dass ich über sage und schreibe, ich denke mal, es waren etwa 2 Wochen, etwa, sehr stark mit der unlichtvollen Seite dieser Schöpfung in Verbindung kam. Ich durfte viel erfahren und erkennen zum Thema Besetzungen und alles, was da sich drumherum kreucht und fleucht. Und ich habe auch, also meine Aufmerksamkeit wurde regelrecht geschult. Es ging mir auch über einige Tage immer wieder nicht so doll, weil ich, also ich, als ich in die Erkenntnisse reinkam, hat es mich zum Teil in meine Angst gebracht. Weil es ist nicht ganz ohne, wenn man da in diese Thematiken frontal reinguckt. Und dann bin ich in meine Angst gekommen. Und das hat wiederum aber wieder auch einen Forschungszweck gehabt, weil ich bemerkt habe, oh, ich merke meine Besetzungen, die ich habe. Und ich habe mich auch gefragt, wieso lässt mein geistiges Team das eigentlich zu? Ich habe auch tatsächlich ein, zwei nicht lichtvolle Wesen tatsächlich gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Also bisher war es immer eher die lichtvolle Seite. Und ich dachte, das ist ja spannend. Und es hat sich für mich herausgestellt, dass es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund war, dass wir Menschen, die sehr das Göttliche in allem sehen, von Haus aus, das bringt so eine gewisse Naivität mit sich. Also ich gehe durch die Welt und sehe in allem, was ich sehe, das Göttliche. Und das ist auch eine wunderschöne Eigenschaft, um die ich sehr dankbar bin. Und es bringt eben eine gewisse Naivität auch mit sich. Das heißt, dass ich in Situationen mich reinbegebe, die vielleicht nicht unbedingt heilsam für mich sind. Und diesbezüglich ist mein Auge jetzt geschärft worden, dass ich raus in die Welt gehen kann und es differenzierter sehen kann, wo ist wirklich das Unlicht drin, denn das Unlicht existiert und was ist wirklich lichtvoll. Und ich habe meine Guides auch darum gebeten, dass ich jetzt nicht in den Pessimismus abrutsche, weil ich will meinen Blick behalten. Ich bin 1-2 Tage in den Pessimismus abgerutscht und habe alles nur noch dunkel gesehen. Und da habe ich auch die Welt plötzlich durch andere Augen sehen können, was auch wieder so spannend war. Aber durch meine Bitte und auch meine Mitarbeit bin ich wieder in meinen Ursprungszustand zurückgekommen oder meinen natürlichen Zustand, so möchte ich es nennen, und kann jetzt die Welt weit differenzierter anschauen, aber aus einer Neutralität heraus. Das heißt, ich kann mich besser schützen, Thema Selbstliebe. Und ich kann auch besser mit den anderen Energien arbeiten. Es war tatsächlich, ich durfte auch da durchgehen, weil in allen Channelings, die ich für Menschen machen durfte danach, ging es genau um das Thema Besetzungen.
Das heißt, ich lerne auch immer das, was dann ich auch weitergeben soll, darf, wie auch immer. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, die mich ein Stück weit in die Selbstliebe gebracht hat. Und ja, mit meinem Ursprungssein eigentlich noch weiter verbunden hat. Und hier ist ein Punkt, auf den werde ich später auch noch mal eingehen, zum Thema Einheitsbewusstsein. Wir lebten bisher sehr, also stark in der Illusion der Dualität. Und auch nach wie vor ist das sehr weit verbreitet, dass wir die Welt in Gut und Böse untergliedern. Und dann gibt es die sogenannten Lichtarbeiter und dann gibt es die sogenannten Baddies, die Whiteheads und die anderen Heads, ich habe keine Ahnung, wie die Heads heißen, die Baddies halt, die Bösen, die Guten, die Bösen. Und wir werden das auch später nochmal ganz konkret anhand 1, 2, 3 Stichpunkten aus der Welt momentan aktuell sehen, das werde ich nochmal reingeben, dass am Ende dieses rechts oder links, es existiert überhaupt nicht. Denn der Punkt ist, dass das sogenannte alles, also jetzt anhand meiner Erfahrung zum Beispiel, sieht man auch ganz klar, dass auch diese unlichte Erfahrung oder dass die Erfahrung, die Auseinandersetzung mit dem Unlicht mich am Ende noch stärker in mein wahres Sein gebracht hat. Und das heißt, dieses, das sind die Guten, die kämpfen, das sind die Schlechten, die kämpfen, da sind wir immer noch in der Dualität. Wir sind dann noch lange nicht im Einheitsbewusstsein. Und wie gesagt, wir werden noch mal auf diesen Punkt draufkommen. Aber das wollte ich hier schon mal highlighten, weil das ein wunderschönes Beispiel ist. Weil man könnte jetzt auch hergehen und sagen, wieso passiert mir das? Was habe ich in mir noch nicht gelöst? Wieso bin ich gerade so besetzt? Das ist ja schlecht. Aber ich sehe das als Werkzeug, das sogenannte Unlichte, das, was wir als böse definieren, ist für mich nichts anderes als ein neutrales Werkzeug, um noch tiefer in die Erkenntnis dessen zu kommen, wer ich wirklich bin. Wir sind alle reines Bewusstsein. Und das immer ein Stückchen tiefer wirklich zu erkennen, ist ein wunderschöner Prozess. Und es ist, wie gesagt, wie so eine Treppe. Mit jeder Erkenntnis fühle ich es ein Stückchen mehr. Es ist ein Prozess. Und darum geht es am Ende. Es geht nicht um die Entscheidung, ich gehe nach rechts oder die Entscheidung, ich gehe nach links. Alles dient dem einen. Alles, also wirklich alles, führt immer in die Liebe. Und deswegen ist eigentlich alles gut. Also so viel, einfach einen Punkt rausgegriffen von meiner Erfahrung. Und wenn jemand jetzt was teilen möchte aus seinem letzten Monat oder vielleicht auch eine Frage hat, dann sehr, sehr gerne. Ich möchte jetzt mal den Raum für uns alle hier öffnen, bevor wir dann in den dritten Teil übergehen und noch ein bisschen ein paar Dinge mal beleuchten in Bezug auf die neue Welt. Lass uns mal kurz drauf schauen, was ist eigentlich mit dir vor Ort bei der Veranstaltung passiert oder in welchem Zustand warst du? Du hast erzählt, dass du in der reinen Wahrnehmung warst. Ja. Und von dem, wie du das schilderst, warst du tatsächlich in der Hingabe. Mhm. Und der Punkt ist, dass wir oder der Verstand Angst hat, ich kenne das nur zu gut von mir selber, der Verstand hat Angst, dass wenn wir uns hingeben, dass es bedeutet, dass wir uns verlieren. Dass dann alles ja, ne, so, ich meine, dass alles einfach auf uns einrasselt und dass es uns nicht mehr gibt in irgendeiner Form. Dass wir uns auflösen. Dass wir uns verlieren, ja. Und was ich festgestellt habe, und es ist ein immer wiederkehrendes Training auch, aber was ich festgestellt habe im Ursprung, dass vollkommene Hingabe, vollkommene Herzöffnung, wir sind beim Thema, was ich ja auch auf Telegram gerade gepostet habe, bedeutet, dass wir komplett authentisch sind. Was bedeutet authentisch zu sein?
Das bedeutet, eine Wahrnehmung von dir selbst zu haben. Wer bin ich jetzt? Und auch, wer ist der andere jetzt? What defines me? Was definiert mich in diesem Moment? Und das heißt, indem wir in dieser vollkommenen oder in der Hingabe zu sein, bedeutet, richtig authentisch zu sein. Das heißt, deine Grenzen wirklich zu fühlen. Es geht nicht um irgendwas hier oben, wo wir denken, na, jetzt muss ich eine Wand um mir herum bauen. Nochmal als Erinnerung. Was sind Grenzen? Grenzen sind keine Mauern um dir herum, die du baust, um damit etwas von außen abzuschotten. Wir haben leider so kollektiv dieses Bild von Grenzen entwickelt. Nein, was sind Grenzen? Grenzen ist etwas, was mich definiert. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Lieblingseis? Was ist dein Lieblingseis? Welche Sorte Eis ist dein Eis. Eis. Wenn du Eis isst, ich hoffe, du isst Eis. Was ist Eis? Ice Cream. Ice Cream. Oh, yeah. Nüsse. Nusseis, okay. Hey, mein Lieblingseis ist Erdbeereis. Das ist eine Grenze. Nuss ist etwas, was dich definiert und Erdbeer ist etwas, was mich definiert. Und der Witz ist jetzt, auch wenn mein Lieblingseis Nusseis ist, dann ist es trotzdem eine Grenze. Denn Nusseis definiert dich und Nusseis definiert mich. Das sind Grenzen. Und wenn wir in der vollkommenen Hingabe sind, dann nehmen wir unser Feld richtig wahr. Und vollkommene Hingabe heißt Herzöffnung. Und das ist eben der Trick des Egos, dass wir denken, oh Gott, wenn ich mein Herz öffne, dann kriege ich wieder eins. Mhm. I will be stabbed into my heart. Ja? Und ja, das haben wir als Kind erlebt. Das ist Trauma. Es ist völlig richtig, dass wir das so wahrnehmen. Und deswegen machen wir ja auch die ganze Traumaheilung, innere Kindarbeit etc. etc., um dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo wir uns gewissermaßen ein bisschen sicherer fühlen und mal so ein bisschen mehr das Herz aufmachen können, um dann zu verstehen, das ist auch übrigens unser Experiment, das Leben zu tanzen, Neues zuzulassen, um dann zu verstehen, hey, wenn ich das in mir, dieses kleine Element in mir zulasse, dann passiert ja gar nichts. Oder, wow, ich kriege sogar noch Bejahung. Und dann gehen wir Schritt für Schritt diese Erfahrungen. Und mit jedem Schritt lernen wir wieder, unser Herz zu öffnen. Und der Punkt ist, genau dieser Prozess impliziert, dass wir uns selbst immer mehr erkennen, wer wir wirklich sind. Und auch als Mensch sind mit unserer Eigenschaft. Und wir kriegen immer mehr ein a sense of self, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ihr müsst mir manchmal helfen. Ein a sense of who I am, ein Gespür für wer ich bin. Als göttliches Wesen und auch in meinem Ausdruck hier auf dieser Erde, als Manifestierung der Göttlichkeit. So, und das heißt, in diesem Zustand der Hingabe bist du dir deines Feldes komplett bewusst. Und du fühlst dich sicher und geborgen. Und also es ist so ein Yin-Yang-Spiel, was sich etabliert. Dadurch, dass du das zulässt, fühlst du dich im Vertrauen. Dadurch, dass du vertraust, kann dein Herz sich wieder öffnen. Ne? Also es ist etwas wie so ein Ping-Pong, was sich gegenseitig immer die Bälle zuspielt. Und in diesem Zustand warst du. Ich schlage vor, dass wir dann mal weiter in unsere heutigen Themen reinschauen. Und wenn bei irgendjemandem irgendwas aufploppt, ein Impuls kommt, eine Frage kommt, irgendwas, dann, wie gesagt, ganz herzlich willkommen. Ihr könnt jederzeit just give a shout, wie man auf Englisch so schön sagt. So. Ich möchte gerne an dieser Stelle weitermachen mit dieser Fragestellung, wie erkenne ich meine Lebensaufgabe? Ich glaube, das ist eine
Fragestellung, vor denen viele Menschen stehen, schon eigentlich seit ein paar Jahren. Und aber die Frage wird immer präsenter in uns allen. Und deswegen möchte ich da mal auch mit Ausblick eben auf das goldene Zeitalter gerne da drauf schauen. Was ist eigentlich deine Lebensaufgabe? Deine Lebensaufgabe, ich könnte sie auch beschreiben als deine ganz persönliche Medizin, die du hast. Deine ganz persönliche Medizin, die du mitbringst als göttliches Wesen hier auf dieser Erde. Ich möchte dich immer wieder daran erinnern, dass du bist Gott. Du bist ein Ausdruck Gottes. So wie du hier bist, in diesem Körper, mit deinen sogenannten persönlichen Eigenschaften, das ist alles eine Manifestation von Gott selbst. Was ist jetzt als, ich sag mal, kleiner Gott, deine persönliche Medizin? Das ist deine Lebensaufgabe. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass sich unsere Lebensaufgabe, sie wird sich uns wie ein roter Teppich immer weiter vor unseren Augen entfalten. Er rollt sich aus. Das heißt, es wird nicht den Augenblick geben, wo wir sagen, jetzt habe ich es. Ich glaube, wenn das passieren würde, dann würden wir den Weg gar nicht gehen, weil es uns überwältigt. Das heißt, je nachdem, wo wir gerade im Bewusstsein sind, wo wir im Leben stehen, wird uns ein nächster Millimeter vom roten Teppich gezeigt. Also, und so rollt er sich beim Gehen des Weges immer weiter aus. Also so viel zum Prozess selbst. Und ich möchte gerne von mir an dieser Stelle kurz erzählen. Ich habe bewusst im Jahr 2016 einen Schnitt in meinem Leben herbeigeführt. Bis dato war ich ja mega aktiv, also 20 Jahre oder was es war, mega aktiv in der Musikbranche unterwegs mit Konzerten und ne, und hieß und das und sonst was. So. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Und ich stand, es war eine sehr starke Situation, sehr extreme Situation, wo ich vor der Gabelung stand, entscheide ich mich jetzt für mich und mein Leben oder gehe ich diesen anderen Weg weiter und gehe den Weg in meinem Fall von meinen Eltern oder die meine Eltern wollen, dass ich ihn gehe. Also verliere ich mich oder entscheide ich mich für mich? Und ich habe mich ganz klar für mich entschieden. Bis dato habe ich starke Traumata erleben dürfen, müssen. Keiner will das. Und an diesem Punkt 2016 hatte ich keine Ahnung, wer ich war, weil ich komplett infiltriert war von, man kann es astral gesprochen unlichten Energien nennen, man kann es auch psychologisch gesprochen narzisstischen Energien nennen. Also ich war so gehirngewaschen, dass es ist ein Riesenthema für sich, aber um es vielleicht mit einem Bild etwas greifbarer machen zu können, weil als normaler Mensch kann man das gar nicht fühlen. Man kann es einfach nicht fühlen, weil es so abartig ist. Aber ich stand tatsächlich vor dem Spiegel, nackt. Und ich konnte mich durch meine eigenen Augen nicht sehen. Es war wie ein Film vor meinen Augen. Und es ist wie wenn du, was weiß ich, Nivea oder irgendeine Creme in deine Augen geschmiert hast, aus Versehen. Und dann ist dieser Film davor und du willst ihn wegmachen. Und es geht aber nicht. Ich war am Rande des Wahnsinns, weil ich war so infiltriert, dass ich mich nur durch die Augen in dem Falle von meiner Mutter sehen konnte. Und das war ein ganz abscheuliches Gefühl natürlich, aber ich wusste nicht einmal, ob das mein Gefühl war, das ich gefühlt habe. Also es geht mega, mega, mega tief. Da ist, wo ich gestartet bin. Und ich musste für mich wirklich rausfinden, okay, das, was ich wahrnehme, was ist meins, was ist nicht meins, wer bin ich? Also diese ganz tiefsten, elementarsten Fragestellungen, die einen eigentlich vom Babyalter auf immer mehr klarer werden sollten, die habe ich 2016 begonnen zu gehen. Und das heißt, und wieso erzähle ich das? Weil wir alle im Grunde
den Weg gehen von dieser Erkundung, wer bin ich eigentlich? Und diese Wer bin ich-Frage ist ja gleichbedeutend auch mit der Lebensaufgabe, Frage der Lebensaufgabe, oder es mündet irgendwann in die konkrete Fragestellung, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Wie bin ich den Weg gegangen? Und es gibt jetzt einige sehr konkrete Dinge, die ich euch heute mitgeben möchte, wie ihr für euch eure Lebensaufgabe herausfinden könnt, beziehungsweise sich immer mehr in die Entfaltung bringen könnt, dieser rote Teppich, ne, immer mehr ins Rollen kommen kann bei euch. Bei mir war es ganz wichtig, nicht jeder muss so extrem sein, aber es gibt ein paar Grundelemente, die doch für uns alle gelten. Für mich war es wichtig, dass ich erstmal alles ad acta lege. Mein ganzes Leben habe ich quasi einfach ein weißes Blatt kreiert. Es war ein kompletter Blank. Freunde gab es nicht mehr. Ich habe alles annulliert, alles. Bis auf, ich muss mathematisch genau bleiben, eine Person in meinem Leben, das war mein damaliger Partner. Das war der Einzige, der noch übrig war in meinem Leben. Ich habe von Sachen losgelassen. Ich hatte eh keine Wohnung. Da musste ich nicht von irgendwas loslassen. So, da hatte ich dieses weiße Blatt. Und mein Partner auf dem weißen Blatt. Er war mein Halt. Ich hätte es sonst nicht geschafft alleine. Und dann fing ich an, also nach meinem Aufräumprozess, auch physisch, fing ich an, erstmal gar nichts. Ich habe nichts geplant. Und ich habe einfach, was wir so nennen, in den Tag hineingelebt. Und ja, und einfach beobachtet, getan, gemacht, so was mir in diesem Moment kam. Und ich bin natürlich durch tiefe Prozesse gegangen, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ich bin durch dieses einfach mal nichts planen, um es mal ganz plump zu sagen. Ich habe nichts geplant. Und dadurch habe ich es mir erlaubt, und das ist jetzt der Punkt, den ersten Punkt, den ich mitgehen möchte. Dadurch habe ich es mir erlaubt, in ein Feld der Muße und der Kreativität einzusteigen. Das ist nichts anderes als übrigens die weibliche Energie. Diesen Empfangszustand des Empfangens. Und ich bin in diesen kreativen, oder ja, ich bin einfach in diesen Zustand der Muße reingekommen. Und dann gab es so kleine Impulse in mir. Ah, ich hätte jetzt Lust, mir einen Tee zu kochen. Ich fing ganz klein an. Ah, ich hätte jetzt Lust. Ah, ey, ich will eine Lampe bauen. Dann wird es vielleicht mal ein bisschen größer. Ich möchte nach Indien reisen. Und so aus dieser Muße heraus, diesem Zustand der Kreativität heraus, hat sich mein Leben entfaltet. Und während ich dann diese Dinge in die Manifestation gebracht habe, habe ich mich selber erfahren. I explode myself. Und der erste Punkt, der so essentiell ist für uns alle, gerade auch in dieser Welt, in dieser rauschenden Welt bisher, dass wir uns wirklich bewusst einen Raum kreieren, wo wir uns mal nicht verplanen, wo wir wirklich uns erlauben, in diese Muße zu kommen. Es wird vielleicht nicht gleich möglich sein, auf 100% zu gehen, wie ich damals, als ich diesen riesen Schnitt gemacht habe. Aber versuch es mal abschnittsweise zeitlich zu machen und dann den Raum mit der Zeit auch immer weiter auszudehnen. Denn es wird sich dann auch mit der Zeit, die Dinge werden von dir weichen, die nicht mehr deins sind. Weil, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, weil es ein Prozess ist der Selbstliebe. Selbstliebe ist der Schlüssel, deine Lebensaufgabe immer weiter zu erkennen. Sobald wir beginnen, uns zu lieben, beginnen alle in uns angelegten Talente zu erwachen und sich zu entwickeln. Das heißt, Selbstliebe, dieser Selbstliebesprozess ist das A und O, das ist der Schlüssel. Und jetzt zum Beispiel einfach mal einen Raum zu kreieren, wo mal nichts geplant ist, also wirklich geh wie gar nichts, auch nicht mit Partner oder sonst gar nichts, ist ein Element von diesem Selbstliebesprozess. Das ist quasi wie so ein Werkzeug, das wir uns bewusst an Land ziehen können, um überhaupt uns zu ermöglichen, dass wir überhaupt ja, in einen internen Dialog finden,
Denn wenn wir immer in diesem Hamsterrad sind, wir kommen nie in diesen internen Dialog. Und es geht auch nicht, dass wir dann sagen, okay, von 1 bis 3, jetzt werde ich in den Reihen finden. Nö, es ist nicht planbar. Es ist nicht planbar. Das heißt, wunder dich auch nicht, wenn du jetzt noch sehr noch in diesem Hamsterrad-Ding drin sein solltest, wunder dich nicht, dass wenn du dir dann bewusst mal ein Zeitfenster nimmst, dass erstmal gar nichts kommt. Denn Kreativität kann man nicht auf Knopfdruck irgendwie anstellen und wieder abstellen. Kreativität kommt aus dem Zustand der Muße heraus. Und Muße ist auch etwas, was erstmal sich einstellen muss. Also gib dir die Zeit, auch dass sich die Muße überhaupt einstellen kann. Also wirklich mal ohne Erwartungen zu sein. Es muss nicht immer was passieren. Gar nichts muss passieren. Und mit diesem Prozess diese Kreativität zuzulassen, habe ich auch einen immer besseren Zugang zu meiner Intuition bekommen. Ah, was fühlt sich für mich wahr an? Also, wo habe ich, ich bin im Grunde in meinen Zustand als Kind zurückgekommen, weil ich als Kind immer so gerne bis zum gewissen Alter stand ich dann im Raum, worauf habe ich jetzt Lust? Dann bin ich losgelaufen, habe diesen Impuls gefolgt. Und das ist die innere Stimme, diese Stimme, wenn du einen Impuls hast und es entfacht einen Spark, einen Funken in dir, da bist du auch, also da bist du deine Intuition schon sehr, sehr nah, beziehungsweise das ist deine Intuition, weil sie wird dich führen. Dein Systemkörper weiß genau, wie du heilst. Und was du brauchst. Also verlass dich auch auf die Intelligenz deines Körpers. Und schau dann einfach, wenn du diese Mußezeiten hast, dir nimmst. Also mein Leben ist nur noch das. Aber schau mal, wenn du diese Zeiten nimmst, wo dein Leben dich hinfühlt. Das ist ein kreatives Durchwandern. Du gehst in den Wald und sagst, ey, ich habe jetzt Lust, hier diesen Weg rechts zu gehen. Den bist du noch nie gegangen oder vielleicht bist du ihn auch schon mal gegangen. Aber jedes Mal gibt es da Neues zu entdecken. Also geh den Weg rechts. Das kannst du auch üben durch solche ganz praktischen Sachen. Geh in den Wald, geh deinen Spaziergang. Und wenn du einen Impuls verspürst, jetzt möchte ich den Weg gehen. Jetzt möchte ich den Weg gehen. Das sind so kleine Mini-Übungen, die wir einleiten können, damit wir das irgendwann auf das Leben beziehen können und auch immer mehr ins Vertrauen kommen. Und dann gehst du den Weg und dann entdeckst du Neues, auch wenn du ihn schon 1000 Mal gegangen bist. Du wirst immer Neues entdecken. Und was ich auch als weiteren Punkt, was ich gerne mitgeben möchte, ist, wenn du in diesem kreativen Prozess bist, ist eigentlich ein einziger kreativer Prozess, den ich hier beschreibe, dann und du dich beobachtest, jetzt hatte ich den Impuls, hier lang zu gehen. Und was passiert jetzt in mir? Was fühle ich? Was nehme ich wahr? Jetzt entdecke ich eine Lust, dahin zu gehen. Oder jetzt fühle ich mich bedrückt oder wow. Also Emotionen sind ganz, 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 ganz wichtige Indikatoren dahingehend, was in dir wirklich abgeht. Und aus dieser Beobachtung deines Lebens heraus oder aus der Beobachtung von dir im Kontext deines Lebens heraus, beantwortet dann dir selbst die Frage, okay, was macht mich glücklich? Also es kann ja sein, dass du einem Impuls folgst und dass du dann merkst, und auch zu merken, was du nicht willst, ist ja so wesentlich, denn ohne den Schatten, also the unwanted, das Nicht-Gewollte, könnten wir nie erkennen, was wir wollen. Das heißt, negiere es nicht, sondern okay, jetzt weiß ich, was ich nicht will. Also schau, was macht mich glücklich? Und beantworte diese Frage wirklich ehrlich. Und damit meine ich Folgendes. Es geht nicht darum, was denkt sich gut. Und es geht auch nicht darum, was fühlt sich gut an. Sondern es geht wirklich darum, was macht mich glücklich.
Denn auch was sich gut anfühlt, muss nicht unbedingt das sein, was dich ins Glück bringt. Also zum Thema auch, wir hatten das vorhin, das Stichpunkt eben, Komfortzone. Es fühlt sich nicht immer gut an, wenn wir, oder es fühlt sich nie gut an, wenn wir aus der Komfortzone einen Schritt raus machen, oder? Aber es ist der Weg in die Expansion, aber es ist der Weg in das Wiedererkennen dessen, wer ich wirklich bin. Das heißt, nicht die Fragestellung, was fühlt sich gut an? Es kann sich etwas gut anfühlen und es ist eigentlich nicht lichtvoll. Es ist auch nicht die Frage, was denkt sich gut, sondern was macht mich wirklich glücklich? Was ist wahr? Das ist die Frage. Nicht, was ist, was fühlt sich gut an oder was ist, was ja, sieht gut aus, sondern was wahr für mich? Was macht mich glücklich im Sinne von Wahrheit? Was bringt dich, what brings you true joy? Und da kannst du auch eine Liste schreiben. Mach dir gerne immer wieder Stichpunkte. Das finde ich, fand ich auf meinem Weg sehr wertvoll. Mache ich immer noch immer wieder mal, weil du dann zurückblicken kannst. Der Punkt ist, wenn wir unseren Lebensweg gehen oder generell Entwicklung, geht immer graduell. Und er geht so allmählich, dass wir ganz oft gar nicht bemerken können, dass wir ja einen Megaschritt gegangen sind. Dafür gibt es dann die anderen Menschen als Spiegelung, dass sie sagen, hey Mensch, schau mal, wo du damals standest und wo du jetzt stehst. Im Alltag, ne? Das meine ich jetzt gar nicht so plakativ, dass jemand sich vor dich stellt und dir das sagt, aber durch die Reflexion aus dem Außen erkennen wir dann diese Differenz. Oh, vor einem Jahr, da war das und jetzt bin ich da. Und da helfen eben auch Notizen, wenn du dann rückblickend reinschaust. Wow, das habe ich damals geschrieben, das war damals meine Wahrheit und schau mal, wie befreit ich jetzt bin in diesem Aspekt oder was auch immer das ist, was du da erkennst. Deswegen sind Notizen so wertvoll, um da auch Klarheit reinzubringen, Struktur reinzubringen. Struktur ist nicht nur Verkehr. Es ist immer die Frage, wie wir es anwenden. Wenn du in diesem kreativen Prozess bist, dann frage dich auch gerne, was du gerne tust im Leben. Was mache ich wirklich gerne? Was du an dir selbst liebst, was du an deinem Leben liebst. Bei mir waren es zum Beispiel diese Reisen, die ich gemacht habe. Ich bin unglaublich viel gereist in der Zeit. Und das mache ich wirklich gerne. Und neue Kulturen kennenzulernen. Gut, ich habe Georgien im Rücken heute. Und eine weitere Fragestellung, konkrete Fragestellung ist, was ist wirklich wichtig für mich? Was ist wichtig? Und das ist, um das zu beschreiben noch ein bisschen, also was, what causes you, was führt dazu, dass du dich nach vorne lehnst? Also ihr kennt das bestimmt, wenn irgendwas da ist und es weckt euer Interesse, dann ist es so, ja, man will näher schauen und dieses nach vorne lehnen. Was weckt mein Interesse? Ganz, ganz, ganz wichtiger Indikator. Also was bringt dich dazu, nach vorne zu lehnen? Weil das auch das ist, was dich inspiriert, was wichtig für dich ist. Welches Element auch immer das ist, da, wo sich deine Ohren spitzen, da, wo du anfängst zuzuhören. Oder auch, wo bleibst du intuitiv hängen? Ja, wo, wenn ich durchs Leben schreite, wo bleibt mein Blick immer hängen oder an welchem Element? Ist nicht nur bildlich, visuell gemeint, sondern auch gedanklich, körperlich, fühlend. Wenn ich ein Gefühl erlebe, wo bleibe ich hängen, wo ich sage, wow, oh yes, dann könnte es sehr gut das sein, wonach du dich ganz tief sehnst oder ja, was dich auf alle Fälle in die Entfaltung bringt. Sei auch offen dafür, für intuitive Botschaften, die du bekommst, also plötzliche Eingebungen. Das kann auch in Form, das kommt aus der göttlichen Sphäre. Also immer in dem Moment, wo wir ja eigentlich überhaupt das gar nicht erwarten, dann sind wir nämlich offen. Wenn wir erwarten, sind wir nicht offen. Aber wenn wir nicht erwarten in einer bestimmten, wenn wir gar nichts erwarten, was vielleicht, ja, geht das? Gar nichts zu erwarten im und gar? Ich weiß gerade nicht. Aber wenn wir nicht in der Erwartung sind bezüglich
eines Themas zumindest, dann kommen die göttlichen Informationen durch. Das heißt, in Form von Ideen auch zum Beispiel, auch eine Idee kann, ist eine Inspiration von deinem höheren Selbst oder von der göttlichen Sphäre. Also intuitive Botschaften, Eingebungen, Wahrnehmungen, bei denen dir das Herz aufgeht. Wo wird mein Herz weit? Ich hatte neulich vor ein paar Tagen eine Vision gehabt über ein YouTube-Video, was ich gesehen habe. Und dann dachte ich, oh mein Gott, und mein Herz ist so weit geworden. Und daran konnte ich erkennen, wo meine Seele wohl über kurz oder lang, wahrscheinlich eher kurz, hinstrebt, was mir so jetzt gar nicht so bewusst war. Und dann ist es auch interessant zu schauen, wo stehe ich jetzt? Und was ist diese Vision, und was beschreibt die Vision, die ich habe? Und dann erkennst du die Differenz. Und dann geht es darum, diese Lücke zu schließen. Also wie gesagt, auch diese Visionen, das sind göttliche Eingebungen. Was lässt dich innerlich weit werden? Und ja, verlasse diesen Raum der menschlichen Beschränkungen auch. Und folge deiner Seele. Verlasse diesen inneren beschränkten Raum. Auch ein wichtiger Indikator ist, ich habe schon vorhin kurz angesprochen, ist, wenn du so durch dein Leben kreativ wanderst und erlebst und erfährst und dich beobachtest, du bist ein Beobachter deiner selbst. Ach, wie bin ich? Wie fühle ich mich? Was nehme ich wahr? Wie bin ich in diesem Kontext? Wie reagiert mein Umfeld? Es ist ein totales Erkunden. Und schau dann auch darauf, wir haben jetzt uns auf die angenehme Seite konzentriert und fokussiert, schau auch, was dich frustriert. Schau was, wo du sagst, das bringt mich in eine Enge. Das ist nicht mehr so wirklich das, was ich machen will. Also ich habe das jetzt selber vor ein paar Tagen gehabt, obwohl ich im Grunde, ich sage mal, zu 99, vielleicht auch 98% ziemlich sehr das nur mache, was ich wirklich machen will. Es gibt noch einen Rest irgendwie, das sind meine monatlichen Abrechnungen und Buchhaltung und diese Sache. Und da habe ich noch das Gefühl von Kontrolle. Ich muss das kontrollieren, ich muss den Überblick halten und so weiter. Und ich merke aber genau, es ist so ein Und ich kontrolliere auch, ob das wieder ein Ego-Trick ist oder ob das wirklich wahr ist. Also hier, auch hier muss man differenzieren, aber dieses, was frustriert dich von dem Herzen heraus? Wo sagst du, nein, es ist nicht meine Aufgabe, ich will das nicht. Auch das ist ein sehr guter Indikator. Also wie ich schon sagte, Emotionen erzählen eine Geschichte und sind ganz, ganz wichtige Botschafter und eine ganz wichtige Informationsquelle. Für dich. Kleiner Seitenhieb auch an die spirituelle Szene, wo sehr viel propagiert wird im Sinne von, wenn ich erleuchtet bin, dann habe ich keine Emotionen mehr, dann bin ich nur noch und ich reagiere auf nichts mehr. Es ist nicht eine Frage, also Bewusstseinserweiterung und auch die sogenannte Erleuchtung ist kein Zustand davon, immer neutraler zu werden im Sinne von, ich habe keine Emotionen mehr, sondern es ist eine Wandlung hinsichtlich dessen, wie gehe ich mit den Emotionen an? Agiere ich aus der Reaktivität heraus oder agiere ich? Das ist der Unterschied. Aber bitte, bitte deine Emotionen nie ausladen aus deinem Leben. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Botschafter. Ganz wichtige, also essentielle Informationsquelle, um herauszufinden, was in deinem Leben wirklich abgeht. Das ist der Körper. Der Körper lügt nie. Also hab einen bewussten Blick auf die Emotionen. Auch ein weiterer Indikator oder was dich deine Lebensaufgabe, die immer klarer werden lässt, ist, wovor habe ich richtig Angst, richtig Schiss? In meinem Fall, das kann ich sehr klar sagen, ich bin
sehr also kräftig konditioniert darauf geworden, aus dem Kopf heraus zu funktionieren. Der Kopf, mega schnell, brillant, logisch, Logik, Analyse, diese Fähigkeiten wurden in mir ja sehr stark trainiert. Und dem nicht genug, alles, was Thema Intuition ist, Hingabe, Spontanität, Sein, Öffnen, Empfangen, diese auch die ganzen weiblichen Energie-Attribute, kommt hier eine Notiz rein, alle weiblichen Attribute, die wurden komplett negiert, also komplett gedeckelt. So, und wie sich jetzt logischerweise herausgestellt hat in den letzten Jahren, hey, alles rund um das Thema Intuition und Hingabe is my fucking strength. Und das ist eben auch ganz, ganz stark zu erkennen, da wo unsere größte Angst ist, sprich da wo unsere tiefsten Traumata sind, da ist unser Goldschatz begraben. Da liegt genau deine Medizin. Und deswegen haben wir ja auch die Traumata bekommen. Denn ohne diese Traumata hätten wir gar keinen Grund, uns auf den Weg zu machen und diese Medizin zu erkennen. Das heißt auch hier, Traumata, natürlich ist es nicht fein, dass das uns passiert. Ich sage nicht, dass es okay ist, was uns angetan wurde. Aber ich sage, Traumata sind am Ende des Tages aus einer höheren Sicht betrachtet nichts anderes als ein Werkzeug, damit wir wirklich in unsere Kraft finden, erkennen, wer wir wirklich sind und unsere Medizin auf diese Erde bringen können. Das heißt, deine tiefste Angst, deine tiefsten Traumata sind auch ein wahnsinnig guter Indikator dessen, wo es für dich hingehen könnte. Was auch so ein schöner Indikator ist, wenn es um die Entfaltung deiner Lebensaufgabe geht, ist auch Feedback von anderen. Bei mir war es so, dass vor ein paar Jahren die Menschen, also wenn ich auf WhatsApp oder Telegram eben Sprachnachrichten verschickt habe, da haben Menschen, Freunde in dem Fall, immer wieder zurückgesagt zu mir, oh, ich höre dir so gerne zu. Und ja, meine Lebensaufgabe entfaltet sich auch als, hat einen ganz großen kommunikatorischen Aspekt natürlich. Das heißt, ja, dieses, was spiegeln dir andere zurück? Welchen Feedback bekommst du? Oder wow, und jemand schätzt irgendeine Eigenschaft an dir. Das ist auch so ein wertvoller Indikator, ist eine wertvolle Orientierung für sich festzustellen, okay, was könnte meine Medizin sein? Das ist auch nochmal ein schöner Punkt, den ich hier reingeben möchte. Und das andere ist auch, wenn du durch dein Leben wanderst, dann vertraue darauf, dass du die für dich richtigen Entscheidungen triffst. Also höre auf deine innere Stimme und dann vertraue ihr. Es geht darum, dass du deine Entscheidung, die Entscheidungen auf der Grundlage deiner persönlichen Wahrheiten triffst. Und da musste ich auch ganz viel lernen, denn ich habe immer gedacht, ja, das, was andere empfinden. Wenn mir jemand anders was empfohlen hat und es war anders, als wie ich es gerade empfunden habe, und dachte, naja, der weiß es besser. Ich hatte immer so einen Blick auf die Welt, ich bin das Kind und der andere, die anderen sind da, die Erwachsenen da oben, die werden das große Ganze sehen und ich habe einfach noch was nicht gecheckt, ich bin noch nicht gut genug und so weiter. Und der Punkt ist gar nicht, das absolut zu sehen, dass du den richtigen Step jetzt machst, den es sowieso insofern gar nicht gibt, sondern was ist für dich jetzt da, wo du stehst, in diesem Moment der richtige Schritt? Also wirklich deine persönlichen Wahrheiten in diesem Moment anzunehmen. Und es kann in 5 Minuten ganz anders aussehen. Wir entwickeln uns ja. Das ist auch eben noch ein Aspekt. Oder auch, wenn du Träume hast, auch was ich vorhin sagte, in sich Richtung Visionen,
wenn du am Strand liegst und einfach vor dir her träumst, nehme sie ernst und habe Glauben und Vertrauen in deine Träume, die da kommen, und folge ihrer Führung. Was sind deine Träume jetzt? Auch da wieder. Wovon träumst du? Was lebst du jetzt? Und dann die Differenz zu erkennen und dann den Weg zu gehen, diese Lücke zu füllen. Das kann im ganz Kleinen sein, auf einer täglichen Basis. Das kann im Größeren sein. Zum Beispiel, Landwechsel oder weiß der Geier was. Aber es fängt schon im ganz Kleinen an. Alles fängt im Kleinen an und entfaltet sich immer mehr. Eine Sache, die mich auch immer mehr begleitet, immer intensiver begleitet, ist Dankbarkeit und Demut. Das ist so ein wichtiger Schlüssel, damit das Göttliche sich bei uns entfalten kann. Dankbarkeit für das, was ich jetzt bin und erleben darf. Und auch Geduld zu haben in Bezug auf das, was sich entfalten mag. Also wie gesagt, es ist ein roter Teppich, was sich ausbreitet. Und es wird nie in der Flash kommen. Es wäre gar nicht heilsam, wenn das passiert. Also auch da die gewisse Geduld zu haben. Okay, jetzt gehe ich einen Schritt nach dem anderen. Und Geduld, um die in dieser Dankbarkeit ums Leben, dass in jedem Moment, in jedem Augenblick du etwas lernst, was dir dient. Wenn du manchmal denkst, Mensch, ich will jetzt mal vorwärts kommen. Sogar genau in diesem Augenblick hast du wieder eine wichtige Information bekommen. Und vertraue auch darauf, dass die Dinge in göttlichem Timing passieren. Alles passiert zu seiner richtigen Zeit. Der Punkt ist zum Thema Lebensaufgabe nochmals global. Also, oder Medizin. Ich möchte das noch höher beschreiben im Sinne von deine göttliche Medizin, die du auf diese Erde bringen darfst. Diese Medizin, das ist ein Gottesauftrag für das. Also du brauchst einen Gottesauftrag für das, was du tust. Sonst hat es keine Wirkung. Das heißt, irgendwann wird es einen Punkt geben, wo du etwas erkennst, was dein Auftrag ist und wo du, habe ich bei mir festgestellt, nochmal ein bisschen zurück, was ich bei mir festgestellt habe, wenn ich denke, wenn ich so an meine Lebensaufgabe rangehe, im Sinne von, das möchte ich machen. Das hat seinen Platz, es ist schön, dass dieser Impuls kommt und es ist wichtig, dass du das ins Leben rufst, wenn dein Herz sich öffnet, wenn es dich freut, etc. Ganz wichtig. Und ich habe gemerkt, dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, und das habe ich in diesem Jahr ganz stark gespürt bei mir, wo es sich umdreht. Und zwar, wo ich mich durch meine Arbeit immer mehr dem Göttlichen öffne. Und das ist mir jetzt bei meinen Channelings zum Beispiel, die ich für Leute machen durfte, passiert, dass ich dann Dinge erkenne, die ich machen darf, wo ich sage, wirklich? So. Und jetzt gab es neulich sogar einen Punkt, wo es so war, dass ich, und das ist eben der Gottesauftrag, von dem ich sprach, wo ich etwas erkannt habe, was meine Aufgabe hier auf der Erde ist, wo ich sage eigentlich, muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein? Also natürlich fühle ich auf der Seelenebene ein Ja, auf der höheren Ebene, aber als Mensch sage ich so, wow, das ist so anstrengend, muss es wirklich sein? Das heißt, an einer Stelle erkenne ich, dass es irgendwo einen Flip gibt von diesem Ja, ich will das, und da ist noch ein Ego dabei, zu diesem Punkt, wo ich dann meinen Gottesauftrag erkenne und merke, wow, 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 was für eine Ehre. Und es quasi dann zu mir kommt.
Das ist auch ein spannender Wendepunkt, den ich entdeckt habe auf meinem Weg. Alles, was dein Ego noch nährt, irgendwie in irgendeiner Form Nahrung gibt, entspricht noch nicht ganz der reinen göttlichen Form. Aber wie gesagt, es ist auch nicht verkehrt. Alles hat seinen Platz. Es ist ein Weg. Ich wollte nur einfach einen kleinen Ausblick geben oder einfach aus meiner Erfahrung jetzt, die ich machen durfte in letzten Zeiten, berichten, dass es dann irgendwann diesen Flip geben kann, wahrscheinlich wird, wo du dann erkennst, okay, es wird nicht mehr aus deinem Kopf heraus und aus deinem menschlichen Erleben herausgeboren, sondern ja, es kommt von oben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und damit ist natürlich auch ganz viel Demut und Dankbarkeit dann mit integriert, weil es dann so, wow, ist es wirklich das? Danke, lieber Schöpfer, dass ich das hier auf diese Erde bringen darf, manifestieren darf. Ja, und das Ego-Lein sagt dann, muss es wirklich sein? Ja. Ich möchte gerne jetzt an dieser Stelle nochmal eingehen auf diesen Aspekt von, wie gehe ich eigentlich wie kann ich meinen göttlichen Weg folgen? Wie geht das eigentlich rein praktisch? Und hier spreche ich auch aus meiner Erfahrung. Wir alle sind wirklich hoch einzigartig. Und deswegen sage ich ganz bewusst, dass ich hier aus meiner Erfahrung spreche, wirklich sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Aber ich habe einen Prozess bei mir entdeckt, der wie periodisch abläuft. Und diesen periodischen Prozess möchte ich gerne teilen. Es beschreibt im Grunde den Expansionsprozess, den göttlichen Weg zu folgen, die Lebensaufgabe zu erkennen, was ja genau Teil dieses Weges ist. Ist nichts anderes als Bewusstseinserweiterung, Expansionsprozess. Wir beschreiben immer ein und das Gleiche. Runde. Und was ich festgestellt habe in meinem Leben ist, dass es so eine Phase gibt, eine Anfangsphase nenne ich jetzt mal, wo ich mein Leben erforsche. Das heißt, ich höre, was in mir ist, ich lebe meinen Alltag, lebe mein Leben und bin im Austausch mit meinem Umfeld. Und dabei sammle ich ganz viele Erkenntnisse in meinem Leben und ich bemerke Dinge und habe Erkenntnisse, gehe in die Meditation, merke wieder Dinge in mir, ich kriege mediale Impulse und ich kriege Botschaften ohne Ende. Und es ist so dieser Abschnitt, wo ich ganz viel erforsche und erkunde. Und in diesem Abschnitt habe ich dann ganz viele Aha-Effekte. Ah, deswegen ist das so. Ah, so und so ist das. Das und das hängt zusammen. Ah, ich erkenne und entdecke jetzt das in mir. Oh, ja, also es sind ganz viele Aha-Erlebnisse. Und es geht jetzt darum, den nächsten Schritt im Leben zu erkennen, also den göttlichen Weg zu gehen. Wie erkenne ich den nächsten Schritt in meinem Leben? So. Und aus diesen Erkenntnissen heraus und diese vielen Aha-Erlebnisse, das generiert in mir eine emotionale Welle. Wow, okay. So. Und der Punkt ist, durch diese Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, jetzt neu gewonnen habe in meinem Leben und auch die größeren Verknüpfungen, noch größere Verknüpfungen sehe oder Dinge neu entdecke. Was passiert da? Dass vor meinen Augen sich eine Farbpalette an neuen Erkenntnissen eröffnet. Also es ist wie so, wenn ihr euch vorstellt, so ein Acrylfarbkasten, der hatte vielleicht bisher 6 Farben. Und ihr habt diese 6 Farben gesehen und jetzt durch das Erforschen des Lebens weiterhin seht ihr plötzlich 12 Farben. Und dann werden mir in diesem Moment die neuen Möglichkeiten bewusst, weil das Feld hat sich ja geöffnet. Ich sehe plötzlich mehr.
Also ich habe mehr Farben vor mir. Wow. Und diese Aha-Erlebnisse und diese neue Farben zu sehen und die Zusammenhänge zu erkennen, das kreiert eben diese emotionale Welle in mir. Und das bedeutet, dass ich dann inspiriert bin und motiviert bin und durch diese neuen Erkenntnisse und Impulse. Und dann schaltet sich ein, okay, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Jetzt weiß ich, was mein nächster Schritt ist im Leben. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo ich, Mensch, Christine, mit meinem eingeschränkten Bewusstsein meine zu wissen, was der nächste Schritt ist, gehe ich einen Schritt zurück. Das heißt, bevor ich jetzt losrenne und in die Aktion gehe, irgendwas manifestiere hier auf dieser Erde, trete ich erstmal zurück und lasse von allem los. Das heißt, ich lehne mich zurück an der Stelle, wo ich meine zu wissen, was der nächste Schritt ist, lehne ich mich zurück und lasse es setzen und lasse geschehen. Das heißt, was bedeutet das? Ich öffne mich dem Universum in diesem Moment, ganz bewusst dem Universum, sage, liebes Universum, das habe ich erkannt. Was darf es jetzt wirklich sein? Das heißt, ich gehe dann in die reine Beobachterrolle. Das ist eine ruhigere Abschnitt in meinem Leben, ruhigere Phase. Kann Stunden sein, Tage, Monate, wie es auch braucht. Ich gehe in die reine Beobachterrolle und werde ja eben über Stunden, Tage oder Wochen still und nehme jedes Zeichen des Universums wahr. Ich hatte ja auf meinem Telegram-Kanal noch nicht allzu lange Zeit auch einen Post gemacht, wo ich darauf einging, wie erkenne ich die Zeichen, die Botschaften des Universums. Ganz, ganz wesentlicher Punkt, denn das Universum spricht wirklich in jedem Augenblick zu uns. Es geht aber darum, die Zeichen auch zu sehen, zu erkennen und auch deuten zu können. Das ist reines Training, Übung. Und das heißt, ich gehe dann in diese Beobachterrolle und versuche einfach wahrzunehmen, was das Universum mir an Feedback gibt. Der Punkt ist, jede Erkenntnis, die wir haben, jede Erkenntnis ist eine Erweiterung deines Bewusstseins. Und diese Erweiterung deines Bewusstseins ergibt einen Shift in der Energie. Das heißt, mit meiner Erkenntnis jetzt habe ich bereits die komplette Situation verändert. Und das ist eben der springende Punkt. Mit deiner Bewusstseinserweiterung, dadurch, dass du nicht nur 6 Farben, sondern 12 Farben siehst, verändert sich die energetische Konstellation im ganzen Universum, by the way. Nicht nur in deinem Leben, sondern im ganzen Universum. Also das energetische Setting hat sich verändert. Das heißt, du erschaffst eine neue Welt, eine neue Realität. Und daher ist es wichtig, jetzt zurückzutreten und dem Leben erstmal zuzuhören, denn die Realität hat sich durch dein Erkennen ja verändert. Und die Botschaften des Lebens zu verstehen. Das heißt, ich warte aufmerksam darauf, dass ich Botschaften aus dem Universum erhalte. Das sind kleine Indikationen, Zeichen, Synchronisationen, Eingebungen, Visionen, whatever, bezüglich meiner nächsten Schritte. Und am Ende läuft es darauf hinaus, entweder bekomme ich Botschaften, die das, was ich gedacht habe, was der nächste Schritt ist, also dieses, jetzt weiß ich, wo es lang geht, die das bestätigen. Und also mein Verständnis um mein Leben quasi bestätigen. Oder es kommt nichts aus dem Universum zurück. Und dann merke ich, das war es noch nicht ganz. Entweder fehlt vielleicht noch ein Element oder ich habe vielleicht alles ganz richtig erkannt, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Oder noch viele andere Möglichkeiten. Aber ja, und ich schaue einfach, was kommt aus dem Universum zurück? Und ich sammle dann über eine ganze Zeit diese Botschaften
Und das ist auch wieder so ein Rückkopplungseffekt. Das ist das in mir, was ich erkannt habe, oder mein Verständnis um mein Leben intensiviert, so möchte ich sagen, ganz neutral intensiviert. Und dann gibt es einen Punkt, wo es wie einrastet. Also dann gibt es dieser Punkt, wo ich, also ich warte auf das Feedback des Universums, und dann gibt es dieser Punkt, wo ich aus diesem Feedback heraus diesen nächsten Schritt verstehe und sage, okay, das ist es. Und das rastet dann ein. Und im Grunde ist es so, wenn du die Resonanz des Universums abwartest bezüglich deiner nächsten Schritte, indem du die Zeichen und Botschaften erkennst, dann kannst du dir sicher sein, dass der nächste Schritt, den du gehst, oder der Schritt, den du dann gehst, dass der Ego bereinigt ist. Das ist der springende Punkt. Und den göttlichen Weg zu gehen, heißt eben Ego bereinigt den Lebensweg zu gehen. Oder möglichst Ego bereinigt zum nächsten. Es wird immer, immer Ego bereinigter. Dann, was bedeutet das, etwas Ego bereinigt zu machen? Dann ist in deinem Schritt kein Wollen mehr. Dann ist kein Wollen in deiner Aktivität. Solange du noch etwas erreichen willst, in irgendeiner Form, etwas bezwecken willst mit dem, was du tust, dem, was du machst, hier in die physische Manifestation bringst, ist noch ein Ego-Aspekt dran. Das ist dann nicht dein göttlicher nächster Schritt. Das heißt, ich warte ab, bis ich wirklich sich der nächste Schritt mir ego-bereinigt zeigt. Und dann, wenn es quasi eingerastet ist, dann gehe ich in die Manifestation. Und dann wird es auch seine Wirkung haben und wirklich ganz weit strahlen. Solange wir noch einen Ego-Schritt gehen, ist es wie so ein bisschen stumpf. Es ist so eine matte Farbe. Aber wenn wir aus der Göttlichkeit heraus leben, dann glänzt es, hat eine unglaubliche Strahlkraft. Also ich sammle so lange Botschaften, bis ich mir 100% sicher bin, aber nicht ich, Christine, sondern aus dem Verständnis, aus dem höheren Verständnis heraus. Und das ist, wie gesagt, wenn ich das durch und durch fühlen kann. Also es ist wirklich dann ein Ja auf allen Ebenen und wie gesagt, es rastet dann ein. So, und dann gehe ich in die Aktion, dann gehe ich in die Umsetzung, dann gehe ich in die physische Manifestation und vertraue darauf, dass auf meinem Weg dann alle Informationen und Anleitungen und Unterstützungen aus der geistigen Ebene mir auch zugeführt werden oder auch materielle Dinge. Ne? Für manche Sachen brauchen wir Geld hier auf dieser Ebene, wo wir jetzt gerade sind, ja? Dass auch das mir dann zufließt, wenn ich das jetzt dann in diesem Moment auch dann brauche. Das heißt, diese Botschaften und Unterstützungen aus der geistigen Ebene, dem gewiss zu sein, da gehe ich ins Vertrauen darauf, wenn ich dann in die Umsetzung gehe. Und ja, und das ist der Zyklus des Expansionsprozesses, damit ist dann ein Zyklus des Expansionsprozesses abgeschlossen. Und dann gehe ich in die physische Manifestation, dann gehe ich in die Aktion. So, und während ich jetzt am Machen und Rödeln bin hier auf der Erde, tue ich dann wieder neue Erkenntnisse sammeln. So, und da fängt der ganze Zyklus von vorne an. So, da, ja, habe ich dann meine Farbpalette, 12 Farben, so, und dann, ja, erkenne ich wieder, kommt die Aha-Erlebnis rein. Und dann werden plötzlich 14 Farben drauf, so, und dann, ja, geht das ganze Spiel quasi von vorne los. Und das, ja, kann ich im Grunde beobachten in allen Themengebieten meines Lebens, ob es sich jetzt um einen Schritt ich nenne es jetzt einfach mal so, es fühlt mich nicht so, ich fühle es sich nicht so an, aber im Business-Bereich ist oder in meinem partnerschaftlichen Leben oder was mich selbst anbelangt. Bei jedem Lebensaspekt gehe ich diesen Zyklus in sich abgeschlossen durch. Und ja, also da, das ist etwas, was ich gerne teilen möchte mit euch heute. Das sind die Zyklen, die am Ende deinen göttlichen Weg beschreiben und dir ermöglichen, deinen Lebenszweck, sind wir wieder beim Thema Lebensaufgabe, wirklich
vollständig zu verfolgen, so wie es deine Seele vorschreibt. Darum geht es am Ende, eben diese Bereinigung, dass jeder Schritt, das ist mein Anspruch an mich selbst, so kann ich das wirklich inzwischen also formulieren, mein Anspruch an mich selbst, dass jeder Schritt, den ich mache, wirklich ego-bereinigt ist, damit ich wirklich auf der Spur bleibe. Das ist mir ganz wichtig und ja, das beschreibt den göttlichen Weg und das habe ich in mir erkannt und in meinem Leben erkannt und vielleicht sind diese Impulse, diese Inputs für den ein oder anderen von euch oder kann das ein oder andere Element rausnehmen, denn wie gesagt, wir ticken alle sehr unterschiedlich und das ist auch wunderschön und ja, jeder geht etwas andere in einer anderen Art vor, aber das, was ich in mir entdeckt habe, wollte ich gerne an dieser Stelle teilen mit euch. Ja. Hinsichtlich der neuen Welt des goldenen Zeitalters möchte ich eingehen auf einen Stichpunkt, den ich ja auch schon meine Ankündigung benannt habe. Loslassen von allen menschengemachten Konzepten. Und dann? Fragezeichen. Es geht darum, dass wir erkennen, und damit meine ich nicht erkennen, sondern erkennen. Dass wir erkennen, dass das Leben formlos ist. Konzepte sind sehr wertvoll. Sie dienen uns sehr, um Dinge zu erkennen, Dinge in die Manifestation zu bringen. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo es wichtig ist zu erkennen, wenn wir von diesen Konzepten wieder loslassen dürfen. Denn es gibt so einen Wendepunkt bei jedem Konzept auf der Welt gibt es einen Punkt, einen Turning Point, einen Wendepunkt, wo das Konzept anfängt, eigentlich hinderlich zu sein gegenüber das, was wir eigentlich manifestieren wollen. Und es zeigt, dass am Ende des Tages das Leben wirklich formlos ist. Das, was du hier bist mit deinem Körper, mit deiner Stimme, mit deiner Persönlichkeit, das ist nichts anderes als die physische Manifestierung von Göttlichkeit. Etwas, das in Materie gegossen wurde. Hier kommen wir auch wieder zum Thema Hingabe ans Leben. Und auch das, was ich anfangs schon angedeutet habe, da wir jetzt gleich tiefer reinkommen, aus dem Blick der Dualität heraus spalten wir das Leben gerne in richtig und falsch, gut und böse, schwarz oder weiß. Und jetzt tauchen wir auch ein, die Thematik von Einheitsbewusstsein. Es fließt alles mit rein. Ich habe manchmal so viel in meinem Kopf auf einmal, dass ich es kurz sortieren muss. Einheitsbewusstsein bedeutet, dass wir nicht mehr eingliedern in dieses Gut und Schlecht, sondern es zeigt sich so. Nicht gut oder schlecht, sondern es zeigt sich so. Im Grunde kommen wir dann in diese Sphäre von, wo wir Dinge keinen Namen mehr nennen. Deswegen ist es auch so schwer, das alles jetzt zu beschreiben mit Worten, die aus der Dualität heraus, also mit einer Sprache, die aus der Dualität heraus geboren ist. Aber ich tue mein Bestes. Thema Konzepte. Ganz konkret im Alltag, auf unseren Alltag bezogen. Blick nach vorne. Beziehungsweise erstmal Blick zurück und dann Blick nach vorne. Wie war das bisher in Bezug auf unseren, ich nehme mal das Thema Beruf. Je nach Gesellschaft etwas unterschiedlich, aber so im Großen und Ganzen, gerade in der westlichen Kultur, haben wir es bisher so gelebt, dass es normal ist, dass wir alle irgendwie einen Beruf erlernen.
gerade bei den Männern, aber auch bei uns im Westen immer mehr auch die Frauen über die Jahrhunderte hinweg. Und man, das ist ein Konzept. Und es geht in der neuen Welt immer darum, was will deine Seele jetzt? Was braucht deine Seele jetzt, um zu expandieren? Und das ist komplett unterschiedlich. Da dürfen wir uns diesem Feld öffnen. Das kann bei dem einen sein, dass es total wichtig ist für seine Seelenexpansion, dass er eine Tätigkeit ausübt und es bei ihm jetzt, in diesem Moment zum Beispiel, zumindest in diesem Lebensabschnitt, darum geht, sogenannte Karriere zu machen und auch zum Beispiel materiellen Reichtum anzustreben. Und damit erfährt er dann etwas, worin er wächst. Nehmen wir eine andere Person. Bei der nächsten Person kann es sein, dass es ganz und gar nicht darum geht, einen sogenannten Beruf zu ergreifen oder auch gar was Geld zu verdienen, so wie wir das sagen. Oder eine Tätigkeit, eine ganz konkrete Tätigkeit auszuüben. Bei dem nächsten kann es sein, dass es jetzt darum geht, vielleicht ja, zu lernen, als Beispiel jetzt, ich nehme mal jetzt gerade eine Frau als Beispiel. Ich sehe gerade einen Zukunftsblick für mich. Als Frau jetzt zu erleben, was es bedeutet, zu nähren, das heißt für Familie da zu sein, sich nach innen zu richten. Es kommt jetzt nicht von ungefähr, dass ich dieses Beispiel reinkriege, weil ich merke gerade selbst, in meinem Leben bisher ging es ja um dieses Karrieregedöns, also bis vor einigen Jahren zumindest. Und jetzt geht es immer mehr darum, meinen Blick nach innen zu richten und wirklich zu nähren. Es geht nicht mehr vordergründig um Geld verdienen und diese Eigenschaften. Es geht, und bei einer nächsten Person geht es vielleicht gar nicht darum, sondern ganz und gar auf der zwischenmenschlichen Ebene zu agieren. Also dieses Bild von, wir alle müssen einen Beruf erlernen und Geld verdienen und der keinen Beruf, klassischen Beruf hat und kein Geld verdient, na, der hat es wohl noch nicht so gepackt oder der ist, er hat es nicht geschafft oder er weiß nicht, was er will oder der ist ja nutzlos. Er trägt jetzt ja nicht zum Bruttosozialprodukt bei oder weiß der Geier was. All das sind reine Konzepte. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, was brauche ich jetzt? Das heißt, es mag einen Menschen geben, du magst in deinem Leben einen Menschen beobachten, der noch nie eine klassische Tätigkeit ausgeführt hat und einfach jeden Tag spazieren geht. Und ja, in dieser anderen Form der Tätigkeit, jetzt nicht im Berufssinne gemeint, lernt seine Seele etwas kennen. Und erfährt seine Seele etwas, was er in diesem Moment braucht. Also es auch impliziert dann auch weg von dieser Verurteilung zu gehen und einfach zu sagen, okay, ich brauche in meinem Leben jetzt das. Und das mag überhaupt nicht diesem klassischen Bild entsprechen. Und der andere braucht vielleicht das. Und es mag dem bisherigen klassischen Bild entsprechen. Also auch da geht es daran, eben sich frei zu machen von all diesen Konzepten. Das ist manchmal sehr schwer für den Verstand. Aber jetzt mal eben, um ein konkretes Beispiel zu nennen, eben Beruf, weil ja, das ja auch so allgemein präsent ist, gerade in unserer westlichen Kultur. Also die Frage ist, was braucht mein Leben jetzt? Das ist die einzig und allein entscheidende Frage, wobei wir wieder beim Thema Hingabe sind. Der Punkt ist, wenn wir alle Menschen hier, die auf diesem Planeten wandern, zu dieser jetzigen Zeit, wenn wir alle unseren Seelenweg gehen, egal welche Farbe dieser Weg, also auf der physischen Ebene, wie er sich manifestiert, in welcher Farbe und in welcher Form, wenn wir alle unseren Seelenweg gehen, dann entsteht hier auf der Erde ein ganzes, reines Yin-Yang-Prinzip. Wenn wir alle unseren Seelenweg wirklich gehen, hey, dann ist für alle gesorgt. Der eine wird Lust haben,
sich um, der eine hat vielleicht ein technisches Interesse und wird Lust haben, sich um das Thema, weiß der Geier was, Wasserinstallation in unserem Gebiet hier zu kümmern. Und dann macht er das. Der andere hat Lust, sich für die Familie da zu sein. Der nächste hat für wieder was anderes Lust. Ich nenne es jetzt mal Lust, ja, also das, was wirklich in Übereinstimmung ist mit seinem göttlichen Selbst. Und wenn wir das alles leben, wenn wir das wirklich leben würden als Kollektiv, dann ist für alle genährt. Ist für alle, es ist ein Ganzes, ein großes Ganzes. Und hier ist es auch wieder ein Thema für sich. Ich gucke auch gerade ein bisschen auf die Uhr. Aber ich möchte es ganz kurz anreißen. Also nur anreißen jetzt. Was hierbei auch so essentiell ist, dass wir lernen, für uns selbst und auch in Bezug auf andere Menschen, dass wir dort Verantwortung übernehmen, wo wir auch wirklich von Herzen Verantwortung übernehmen wollen. Wir haben viele, viele, also Unmenge an Konzepten auf dieser Erde. So zum Beispiel auch, wie schaut es aus, eine gute Mutter zu sein? Sie hat so und so und so und so, so, ne, und Essen zu kochen, dies zu machen. So. Jetzt nehmen wir mal eine Mutter, die wirklich von Herzen, wo es wirklich, wo sie fühlt, nein, ich möchte jetzt nicht für das Essen kochen, für die Familie da sein. Das, ich hasse es, Essen zu kochen. Kann ja sein, nur weil sie physisch als Frau hier inkarniert ist, heißt es nicht, dass sie es liebt, Essen zu kochen. Wer sagt denn das? So, und der Punkt ist, wenn jetzt wir uns gegenseitig auch wieder böse, ich gucke mal das Wort nach, auch wieder in die Enge bringen und sagen, naja, ne, aber so, das ist doch das klassische Bild oder das ist doch das Bild oder auch mein persönliches Bild von was du zu tun hast oder auch gegenüber uns selbst. Ja, ich muss doch, ich kann doch nicht. So. Wenn wir aus dieser Energie heraus leben, jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, in Bezug auf unsere Kinder, dann traumatisieren wir. Denn wir machen es nicht wirklich gerne. Das heißt, entweder bei Kindern ist es dann so, dass es entweder darauf hinausläuft, dass wir die Verantwortung an das Kind abgeben. Es gibt ganz viele von uns, ganz, ganz viele von uns, die quasi zu früh erwachsen wurden, was ein Trauma kreiert. Oder dass wir halt dann nörgelnd, Zähne zusammenbeißend halt das Essen kochen. Aber weil wir es eigentlich wirklich hassen, ich nehme jetzt den kraftvollen Ausdruck, tun wir bewusst oder unbewusst, völlig wurscht, aber eigentlich das Kind dafür verurteilen, ja, nur weil du da bist, muss ich jetzt etwas machen, was ich eigentlich nicht machen will. So, und das ist auch traumatisierend für das Kind. Das heißt, wenn wir etwas tun, was nicht von Herzen wirklich in Übereinstimmung mit unserem höheren Selbst ist, ich spreche nicht von der Ego-Ebene, dann, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, dann kreiert es Leid und Trauma und Schmerz. Das heißt, auch hier wieder, loslösen von all den Konzepten. Wie sieht es in meinem Beispiel jetzt dieser Frau, Mutter, die wirklich nicht kochen mag? Also von Herzen nicht kochen mag, was gar nicht ihres ist. Wie sieht es zum Beispiel ja, rein praktisch aus? Es kann zum Beispiel sein, dass sie dann eine Frau, zum Beispiel irgendein Menschen, ich nehme jetzt eine Frau, ins Leben einlädt, die sagt, die eine Frau, die wirklich so von Herzen gerne kocht. Dann heißt es, okay, und du bist jetzt, und die sagt, ja, ich möchte wirklich Verantwortung dafür übernehmen. Da geht mir mein Herz auf. Ich liebe es zu kochen. Und dann kocht diese Frau für die Familie als Beispiel. Und was bedeutet es, dass die Mutter jetzt das, wo ihre wirklichen Herzempfunden Stärken sind, was sie wirklich tun möchte, in Bezug auf ihr Kind, ist jetzt mal immer in Bezug auf das Kind, ja, es auch wirklich eingehen kann. Sie hat die Energie dazu. Sie hat die Zeit dazu und sie kann sich dem Kind wirklich voll dedizieren. Und das ist ein heilsamer Raum, den wir hier schaffen. Also so viel zum Thema Konzepte und auch wie schädlich und traumatisierend und schmerzkreierend sie auch für uns Menschen sein können
und meistens sind, weil wir einfach zu lange an diesen Konzepten festhalten. Wie gesagt, Konzepte sind ganz spannend und wichtig, um Dinge zu erkennen, aber dann den Absprungpunkt zu finden, wo wir sagen, und jetzt lasse ich davon los. Das ist ganz wichtig, um dann wirklich diese Formlosigkeit des Lebens zu leben. Und bei der einen Familie mag es sein, dass die Mutter kocht und Wäsche wäscht und sonst was. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel. Bei der nächsten Familie mag es sein, dass eine andere Frau das übernimmt und die Mutter dafür mehr mit dem Kind spielt. Also da wirklich uns zu öffnen für alle Formen des Lebens, die möglich sind. Es gibt, wie gesagt, nicht das Gute oder das Wenige. Also wirklich, wie ich sagte, das Leben ist formlos. Und immer die Frage, wie manifestiert es sich jetzt hier vor meinen Augen? Ah, so sieht's aus. Wow, spannend. Also das ist auch dann fernab von dieser Bewertungsschiene. Also vielleicht, also seht ihr, wie sich dann so ein Möglichkeitsraum eigentlich eröffnet? Es ist unglaublich, eine große Farbpalette sehe ich dann eröffnet. Und jede Familie wird ganz anders aussehen, um jetzt einfach nochmal bei dem Beispiel an dem Beispiel anzuknüpfen. Und auch zu dem, was ich eingangs sagte, nochmal zu dem, dass wir Menschen Schöpfer, die große Schöpferkraft besitzen, unsere Schöpfernatur. Wir können wirklich, wir Menschen als einzige Lebewesen auf dieser Erde, können wirklich durch unsere Kreativität manifestieren, unsere Schöpfernatur, die Fähigkeit, neue Gedanken hervorzubringen und zu verwirklichen. Das ist eine Riesenstärke von uns Menschen. Die Individualität, aus der der freie Wille entsteht. Wir alle haben einen freien Willen. Wir sind alle sehr individuell auf der Basis dieses freien Willens. Und auch den eigenen Sinn, also aus diesem freien Willen heraus, können wir unseren eigenen Sinn im Leben wählen. Das ist auch eine mega, mega kraftvolle Eigenschaft von uns Menschen. Und auch diese Neugier, das Streben zu verstehen, zu lernen, die Wahrheit zu finden, Wissen zu erlangen, Bedeutung zu finden. Das ist auch eine weitere starke Eigenschaft. Und mittels unserer Neugier und der Kreativität, wir hatten schon mal das Stichpunkt Kreativität am Anfang, plus unserer Individualität und diese Fähigkeit, selbst zu manifestieren, wow, wie kraftvoll ist das eigentlich? Also wir haben wie ein Setting, wo wir wirklich, ja, vielleicht zeigt es einfach nochmal die Stärke, wie wir wirklich die Stärke haben, rein vom Setting her schon, wirklich die Göttlichkeit hier auf diese Erde zu bringen. Greifbar, fühlbar, in Materie. Wow. Das ist sehr powerful. Ich würde gerne kurz in die Runde fragen. Ich gucke gerade in den Chat. Ich würde gerne in die Runde fragen, was ist, jetzt habe ich ein paar Stichpunkte reingegeben, aber ich möchte auch noch mal selber noch ein paar Sachen sagen. Aber jetzt mal an dieser Stelle, nicht Stichpunkte, ein paar Impulse reingegeben. Was ist eure Version oder Vision, nicht Version, Vision der neuen Zeit? Oder möchtet ihr eine Zukunftsvision teilen? Jetzt auch aus dem Verständnis heraus, dass jeder von uns wirklich Schöpfer ist hier. Also deine Gedanken kannst du in Materie wirklich bringen. Das ist deine große Stärke hier als Mensch. Pflanzen können das nicht. Tiere auch nicht. Feste Materie wie Steine auch nicht. Aber wie Menschen können das? Was schwebt dir so, wenn du mal in die Zukunft reinspinnst? Es geht hier nicht um richtig, falsch oder irgendwas. Was siehst du da? Was ist deine Vision? Was fühlst du in dir? Vielleicht, wenn irgendjemand teilen mag an dieser Stelle. Ich
kannst dich gerne unmuten und einfach sprechen, wenn du möchtest. Ich bring mal was rein, was auch gerade wieder zu mir kommt. Und ihr könnt gerne auch jetzt reinsprechen und eures sagen. Was ich sehe, wenn ich nach vorne schaue, und wir sehen ja auch immer stärker und immer leichter auch schon, wie es sich bereits hier manifestiert. Es wird ja immer weniger schwer, das zu erkennen. Ist als ein Punkt für die neue Welt, ist dieser der Wert, den Wert von Gemeinschaft zu erkennen. Auch im weiteren Sinne gemeint. Gemeinschaft nicht nur unter uns Menschen, sondern mit den Tieren, mit der Mutter Erde zusammen. Gerade im Westen haben wir sehr isoliert gelebt. Gerade auch, also ich war lange Zeit in Deutschland, deswegen kann ich es da sagen, im deutschsprachigen Raum, dass ja, wir Nachbarn waren alle so für sich. Jeder musste alles selber zu 100% irgendwie managen. Ne? Und das transformiert sich jetzt ganz stark. Und ich will es, wie gesagt, auch ausweiten, die Tiere, Mutter Erde, alle Wesen hier auf dieser Erde mit einbeziehen. Der Punkt ist, dass wir jetzt an einen Prozess kommen, wo wir wieder erkennen, was erkennen wir? Die Abhängigkeit voneinander. Es gibt eine gesunde und eine ungesunde Form von Abhängigkeit, also Codependency. Codependency spreche ich jetzt nicht an. Ich spreche von der gesunden Form der Abhängigkeit. Wir erkennen wieder, dass wir voneinander abhängig sind und das nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Wir haben so viel emotionalen Missbrauch hier auch immer noch laufen auf der Ebene. Aber ja, wir sind von Planet Mutter Erde abhängig, dass sie uns den Boden bereitet, dass wir uns nähren können, dass wir überhaupt hier in der Materie sein können, auch mit den Tieren, was für Schindluder wir da betreiben mit den Tieren. Wir erkennen, dass diese gesunde Form von Abhängigkeit und dass wir eigentlich ein ganzes Ökosystem sind. Und damit wird sich auch naturgemäß das Konkurrenzempfinden ändern. Auch ein ganz spannender Prozess, was ja alles andere als Kapitalismus ist. Damit das Thema Ausbeuten. Dahingehend auch jetzt, wir kommen jetzt gleich noch konkreter in das Thema Einheitsbewusstsein rein. Auch dieses Empfinden von, naja, wenn du das nimmst, dann habe ja ich nichts mehr. Das ist Dualität. Wenn wir in das Einheitsbewusstsein eintauchen, dann erkennen wir, dass wenn du das nimmst, ich ja auch was kriege. Es wird gleich noch konkreter in dieser Richtung. Also dieses Entweder-Oder, auch da wieder schwarz-weiß, das verändert sich. Und so wird sich auch das Thema mit dem Ausbeuten, diese Wahrnehmung von, ich muss das an mich nehmen, damit für mich gesorgt ist. Das wird sich drastisch ändern, weil ich merke, wenn ich jetzt raffgierig, ich rede jetzt vom Extrem, an mich nehme und ich nehme Mutter Erde, bestes Beispiel, und ich sie auslauge, ja, ich nehme mir selbst den nährhaften Boden am Ende des Tages und da auch das Maß zu erkennen. Ja. Also wie gesagt, dieses Thema Ausbeuten wird sich ganz mit diesem Gemeinschaftssinn in größerem Maße auch wandeln. Ich bin auch in mich rein, oder ich frage, nein, ich kriege was hier gerade in den Chat. Okay, was du sagst, ist auch mein Bild für ein tolles Leben hier. Gelebte Achtsamkeit und Wertschätzung in allen Bereichen, absolut. Ja, genau, genau. Wir lernen, das Leben wieder zu schätzen. Und das kommt einfach auch, das kommt aus diesem Prozess heraus, dass wir lernen, unser eigenes Leben wieder zu schätzen. Selbstliebesprozess, es läuft immer auf Selbstliebe raus. Ja, genau. Wenn wir das erkennen, je mehr wir das erkennen, können wir auch das Leben um uns herum immer mehr wertschätzen. Ich nehme mal noch ein Beispiel, was ich vor ein paar Tagen gemerkt habe. Ich habe gemerkt, wenn es wieder dahin gehen
wird, dass ich ein bisschen Team aufbaue. Thema Stellenausschreibung. Wie würde ich heute meine Teams auswählen, in Bezug auf, im Vergleich zu früher? Wenn ich jemanden für eine bestimmte Aufgabe brauche und ich jemanden suche, wie würde ich vorgehen? Jeder Mensch von uns hat ja, also ich würde erstmal identifizieren, was brauche ich inhaltlich, das ist klar. Oder auch, welchen Personentyp brauche ich? Also ist es jetzt eine Aufgabe zum Beispiel, wo es um Analyse geht? Dann ist es sehr wichtig, oder Leute, die, oder wo man etwas Großes, Ganzes im Blick halten muss, oder Differenziertheit. Nach Human Design, wer sich mit Human Design befasst hat, weiß, dass, also wir haben ja alle total unterschiedliche Personenstrukturen. Dennoch kann man uns generell schön in einige Personenstrukturen auch eingliedern zur Orientierung. Und wenn ich einen Menschen brauche mit diesen Eigenschaften, kann ich keinen Menschen gebrauchen und der vielleicht eher zurückgezogen die Dinge von oben her beleuchten will, kann ich keinen Menschen gebrauchen, der vom Wesenstyp jemand ist, der manifestieren will und nach vorne in die Aktion geht. Da brauche ich einen anderen Menschen. Das heißt, ich würde hergehen, erstmal auch erkennen, welche Persönlichkeitsstruktur brauche ich. Und dann würde ich mir zum Beispiel nach Human Design einen Projektor suchen. Das ist ein Personentyp im Human Design. Und dann würde ich eine Stellenausschreibung dafür ausschreiben, sage ich brauche einen Projektor, der in diesem jenen Bereich Erfahrungen hat. Und dann melden sich ganz viele Projektoren bei mir. So, und jetzt entscheidet, was entscheidet? Es entscheidet nicht, welches Diplom hat er, und sonst welche allen Kriterien von früher, sondern mein innerer Wisdom. Was ist Wisdom, kann mir jemand sagen? Weisheit, genau. Meine innere Weisheit. Ich werde in mich gehen, in Meditation und erstmal die Energien fühlen. Meine innere Weisheit wird entscheiden, wer zu mir passt. Und die Kriterien werden nicht mehr sein, Diplom oder so und so viele Jahre Lehrerfahrung oder weiß der Geier was, sondern es ist dann die spirituelle und damit auch menschliche Reife, die entscheiden wird darüber, wer in mein Team passt. Oder ob er das Projekt, wo ich jemanden suche, wo er arbeiten darf, ob er das innerlich wirklich versteht und in der Tiefe versteht und auch fühlt. Bei Verstehen meine ich in der neuen Welt auch ganz schnell das Verstehen im Herzen, nicht nur im Kopf. Das heißt, hier auch eine ganz andere Vorgehensweise. Es sind nicht irgendwelche Diplome mehr, die das Kriterium sind, sondern wirklich spirituelle, menschliche Reife. Und verstehst du das? Fühlst du das wirklich, worum es hier geht in diesem Arbeitsumfeld? So, also wie auch hier sieht man, dass hier ganz andere Kriterien eine Rolle spielen werden. Ganz andere Vorgehensweise. Ich schaue gerade in den Chat. Oder auch, dass wir uns, jetzt um beim Business-Beispiel zu bleiben, wir treffen uns nicht mehr zu Meetings, so mit Aktenkörperchen oder wie auch immer, sondern wir gehen in Meditation und kommunizieren telepathisch. Oder ich gehe in Meditation und kommuniziere mit den anderen Menschen telepathisch. Ist das nicht schön? So, eine andere Sache ist, die ich total spannend finde, ist das Thema Teleportation. Ich habe es tatsächlich selber ein, zwei Mal erlebt. Schon ein bisschen länger her. Ich glaube, 1,5 Jahre oder so. Ja. Und da habe, also Teleportation, wie war das? Ich bin in eine Meditation gegangen, wo ich auch mit Energien besendet wurde von einer schönen Seele. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie mein Körper war hier. Und das habe ich auch irgendwie schon noch gemerkt. Aber ich habe genau wahrgenommen, wie meine Seele, also die Seele ist immer verbunden mit so einem Seelenstrang oder einem Strang zum Körper. Es ist immer so ein Faden, ne? Und meine Seele ist gewandert und zwar nach Pakistan, interessanterweise. Und dort habe ich Erfahrungen gemacht. So ohne, dass mein Körper da war, habe ich da Erfahrungen gemacht. Und es ging so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so.
Und ich war auch noch an einem anderen Ort. Und dann irgendwann war es halt, ja, vorbei so. Und dann ist die Seele wieder zu mir hier zurückgekommen, wo auch der Körper, also mir im Sinne von da, wo mein Körper lag. Nämlich eigentlich im Bad. Ich habe ein Bad genommen dabei. Und das ist eben auch so schön, weil wir dadurch, durch diese Teleportation, weißt du, wir lernen neue Erfahrungen und es ist wirklich, du erfährst es real. Es braucht nicht deinen Körper dazu, damit du Dinge real erfahren kannst. Und dann macht die Seele da ihre Erfahrung dahin und dann kommt sie wieder zurück und dann integriert es sich mit deinem Körper. Und diese Erfahrung durfte ich machen, das ist geil. Ich bin gar nicht mehr abhängig von diesem ganzen, ob Flüge fliegen oder ob man hier irgendwas tragen muss oder sonst wer weiß. Sondern es geht auch ganz anders. Und wisst ihr, woran mich das eben auch erinnert? Das ist total spannend, an das Thema Virtual Reality, was ja auch seit Jahren im Grunde schon ziemlich im Kommen ist. Aber wir brauchen nicht mal Virtual Reality. Wir müssen nicht diese Brille aufsetzen, um in andere Dimensionen zu kommen und etwas wahrhaftig zu erleben, dass wir am Strand in Dubai sind, obwohl wir körperlich hier sind. Das können wir auch ganz anders ohne Brille erleben. Also ja, Stichpunkt Teleportation. Das ist auch ein total spannendes Feld, was sich uns da eröffnet. Also ich möchte bewusst ein bisschen mal so einen Ausblick reingeben, um auch unsere inneren Gedanken zu sprengen, weil wir sind so verdammt limitiert in unserem Kopf, dass es manchmal gut tut, vielleicht so das einige oder andere einfach mal gehört zu haben, damit wir innen diese Gedanken auch sprengen können und ja, über die selbst erschaffenen Grenzen wirklich auch hinaus denken können auch schon mal. Denn wie wir alle wissen, fängt ja alles... Darf ich dazu was sagen? Ich möchte... ich könnte da noch in die neue Weltperspektive noch mehr eintauchen, aber ich möchte jetzt auch in Anbelangt der Zeit, ich schaue jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr, ihr habt bestimmt ja auch ein Zeitfenster und dann was Neues vor. Ich möchte aber doch eben sehr auf den wichtigen Punkt eingehen mit dem Einheitsgedanken, weil dieses Feld haben wir noch nicht angepackt und das macht das Ganze auch jetzt am Ende rund. Deswegen möchte ich da gerne noch reinschauen. Zunächst möchte ich gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, tiefer eingehen, den ich ja vorne schon ein bisschen erwähnt habe, in Bezug auf, dass alles am Ende des Tages dem Licht dient. Das ist dieses Hell und Dunkel, Gut, Schlecht, Dualität nicht gibt, dass es eine Illusion ist. Und das möchte ich ein bisschen konkretisieren auf anhand von vielleicht 1, 2, 3 Beispielen hier, die wir jetzt erleben hier auf dieser Erde, jetzt auch in jüngster Zeit. Wie alles am Ende dem großen Ganzen dient. Und das vielleicht auch ein bisschen als Hilfestellung auch jetzt durch das Leben zu navigieren, wenn so viel... Ja, und schöne Dinge auch passieren. Es ist ja wirklich nicht schön, ne, was da gerade im Umfeld passiert. Ich nehme mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Wirtschaft, die jetzt zusammenkracht, die hohe Arbeitslosigkeit, die partiell schon entsteht. Ich nehme mal diesen Punkt. Wir könnten jetzt das als negativ sehen und sagen, wow, hier, das ist gar nicht gut, was hier passiert und es eben als negatives Element sehen. Wenn wir aber jetzt den großen Bogen anschauen, dann erkennen wir, dass übergeordnet es darum geht, was bedeutet das für den einzelnen Menschen, dass der einzelne Mensch jetzt seine Arbeit niederlegt, dass er jetzt quasi befreit wird davon, was ihn in diesem Hamsterrad gehalten hat und jetzt die Gelegenheit bekommt, sich mit seinem höheren Selbst zu verbinden, sich auszurichten. Ähnlich ist es im Grunde, also dass die Wirtschaft kracht und die Arbeitslosigkeit, jetzt um mal das konkrete Beispiel zu nennen,
dient eigentlich uns, dass wir uns ja in unser Licht finden. Oder eben, das haben wir alle erlebt, als die ganzen Lockdowns kamen. Ich habe mich so riesig gefreut, weil auch das, dieses anfängliche Einsperren, hatte so viele wertvolle Geschenke in sich, also ganz viele. Und jetzt, um mal ein einziges zu nennen, gab so viele Menschen, die einfach quasi gezwungen wurden, aus diesem Hamsterrad wurden ja rauskatapultiert. Worum ging es in der Anfangszeit, damit wir Menschen überhaupt erstmal in die Besinnung kommen? Ja, und da braucht es einfach diesen Außenimpuls. Das heißt, wir könnten es als Einsperren sehen. Und na ja, ich sage, es ist nicht schön. Ich sage nicht, dass es schön ist oder gut ist im Sinne von, ja, macht mal schön. Nein, das meine ich nicht. Aber es hat alles entspringt alles einer höheren göttlichen Ordnung. Darum geht es am Ende. Und dann den höheren Wert dahinter zu sehen, ohne es auf der menschlichen Ebene zu bejahen. Wichtige Differenzierung. Oder auch jetzt, dass das Finanzsystem crashen wird, die nächsten wenigen Monate. Was bringt es, wozu führt es in unserem Leben? Hey, dass wir erstmals quasi fast wie gezwungen sind, den wahren Wert von Dingen zu erkennen und auch den wahren Wert vom Leben selbst zu erkennen. Oder auch, dass der Komfort eventuell in Deutschland weniger wird. Allein jetzt, dass Menschen sich im deutschsprachigen Raum damit befassen müssen, dass also mit dieser Thematik von Komfort könnte weniger werden, Energiethemen und so weiter, allein nur, dass sie sich, also ob es eintritt, ist ja eine andere Sache, aber es ist gar nicht mal das Entscheidende, sondern einfach durch diesen Gedankenprozess zu müssen, impliziert, dass wir Menschen wieder erkennen dürfen, gerade eben in den sehr komfortorientierten Gebieten, also materiell, physisch komfortorientierten Gebieten, dass wir wieder erkennen dürfen, was ich auch anfangs sagte, dass es nicht alles und immer alles geben kann, also quasi die natürlichen Zyklen des Lebens wieder zu erkennen und auch anzunehmen und in diese natürlichen Zyklen des Lebens zurückzufinden. Und das ist auch einfach, es gibt für alles, was wir da draußen sehen und was sich sehr schrecklich ansieht, ja, für all das gibt es ein Pendant dazu. Und wie gesagt, es geht nicht um Schönreden, kein bisschen. Aber es geht darum, das rauszuzoomen und das große Ganze zu sehen. Und dann wird es dir vielleicht auch dich ermöglichen, besser bei dir zu bleiben, weil du eben auf der Vogelperspektive drauf schaust. Und es ermöglicht auch, nicht mehr reinzutappen in diese Falle der Dualität von gut und schlecht. Es ist eine Falle. Sobald wir noch eingliedern, sind wir noch voll in der 3D-Ebene, wo wir bisher auch waren. Was bedeutet es, zum Wohle des Ganzen zu handeln? Thema jetzt noch tiefer, jetzt Einheitsbewusstsein. Weil das Einheitsbewusstsein ist das Bewusstsein, dass ich mit allem, was ich tue, sage, was ich bin, was ich mache, in die physische Manifestation bringe, was ich denke, dass ich all das, was ich mache, dass es zum Wohle des Ganzen ist. Was bedeutet es, konkret zum Wohle des Ganzen zu agieren? Leitsatz. Dein bestes Interesse ist mein bestes Interesse. Wenn ich in diesem Spirit handle, dein bestes Interesse ist mein bestes Interesse, dann agiere ich zum Wohle des Ganzen, weil ich den anderen integriere. Wir werden genau da jetzt nochmal tiefer reingehen. Was für eine Auswirkung hat das, wenn ich lebe im Sinne von dein bestes Interesse ist mein bestes Interesse? Vielleicht mögt ihr da einfach mal reinfühlen, wenn wir in einer Gemeinschaft leben,
wo dein bestes Interesse, mein bestes Interesse ist, also wo ich mir sicher gehen kann, dass mein Gegenüber auch in meinem besten Interesse handelt. Was für Auswirkungen hat das? Also vielleicht mögt ihr mal gerade in den Körper reinspüren, was das impliziert. Also wenn jemand teilen mag. Menschen um mich herum agieren in meinem besten Interesse. Ich kann mir sicher sein, dass der andere auch in meinem besten Interesse agiert, weil er mich sieht, weil er mich wahrnimmt. Das bewirkt soziale Sicherheit. Das hat einen ganz großen Einfluss, Impact auf unser Sicherheitsgefühl auf dieser Erde. Hey, und wenn unsere Kinder sich hier sicher fühlen würden, sicher, geborgen, was für eine Welt hätten wir dann? Da fängt es ja schon an bei den Kindern, aber natürlich für uns selbst gilt das ja auch nicht anders. Und auch gerade für uns Frauen, die per Definition, zumindest wenn wir jetzt mal die Durchschnittsfrau, den Durchschnittsmann nehmen, per Definition physisch, dem Mann unterlegen sind. Wir sind nicht so kräftig wie der Mann. Da ist auch dieses Gefühl von Sicherheit, dass die Männer sich um die physische Sicherheit von uns Frauen kümmern, dass sie dafür da sind. Das hat so eine Auswirkung, dieses Sicherheitsgefühl generell hat so eine starke Auswirkung auf unsere Dynamik hier und dass wir gerade auch jetzt für uns Frauen gesprochen, dass wir wirklich in unsere Weiblichkeit einkommen. Denn sich sicher zu fühlen, ist die Basis dafür, dass wir überhaupt in unsere Weiblichkeit finden können. Das heißt, ich könnte es jetzt noch viel weiter ausführen, aber nur mal anzudeuten, was für eine gigantische Auswirkung es hat, wenn wir anfangen, in einem Bewusstsein zu leben, wo dein bestes Interesse mein bestes Interesse ist. Wow, what a world. Also das heißt, jemanden anderen als einen Teil von dir zu sehen. Das heißt, auch Tiere, auch Mutter Erde, jedes Wesen, alles, was hier ist, jeder Stein, jedes Objekt, alles hat eine Seele. Und wenn wir so leben, aus diesem Bewusstsein, aus diesem Spirit heraus, aus dieser inneren Haltung heraus, so leben, dann können wir nicht gegen jemanden handeln, ohne nicht uns auch selbst zu verletzen. Wenn wir die Fähigkeit entwickeln, mit Gefühlen von uns selbst und das der Gegenpartei so umzugehen, als ob es unsere eigenen wären, dann entwickeln wir die Fähigkeit, auf eine Weise zu reagieren, die sowohl uns selbst als auch anderen Menschen gleichzeitig entgegenkommt.